Hi, zurück bei Spielabend TV. Wir sitzen hier jetzt an Raumstation Theseus. Haben wir ja letztes Mal schon erklärt und aufgebaut. Und jetzt geht's ans Spielen. Genau. Beginnen mit dem Startspiel, das bin jetzt wohl ich. Mit Grün. Werde ich jetzt das Männchen hier um ein Feld bewegen, weil da ja nichts drin ist. Außer das eine, darf ich jetzt einen Sektor weiter. Ich gehe jetzt hier rüber. Habe jetzt hier möglich, also jetzt kommt erstmal die Phase, die Aktionskartenphase. Hier liegt keine Aktionskarte, also passiert nichts. Sektor, Aktionsphase. Ich entscheide mich natürlich für den Upgrade-Marker, werden auch gleich einsetzen. Für ein Upgrade meiner Figuren. Aliens. Aliens. Werde den hier upgraden. Und bin. Dann kommt die drohende Kartenphase, genau. So, was will ich denn bauen? Auflauern. Ein Schaden für jede gegnerische Einheit während deines Kampfes oder Adrenalinstoß aktiviert die Angriffe von einer deiner Einheiten in irgendeinem Sektor. Das ist eine Aktion, die ausgeführt wird. Ich würde die bauen, und zwar würde ich die hier hinten hinbauen. Und leg dann die nächste dahin. So. Gut, dann bin ich dran. Ich mache so ziemlich genau das Gleiche. Und ziehe mein Alien hier hin. Und nehme mir auch den einen Upgrade-Marker und grade natürlich auch eines meiner Aliens auf gleich. Dieses hier. So, drohende Kartenphase. Welche baue ich denn? Installieren. Ja, ich auch bauen gesagt. Ja, bauen, installieren. Genau heißt installieren, aber. Ich installiere Kontrolle. Das heißt, wenn ich in dem Sektor stoppe, darf ich eine gegnerische Einheit aus irgendeinem Sektor einfach nach üblichen Bewegungsregeln weiterschieben. Ja, und ich baue das. Hierhin. Und nimmst die Bonuskarte. Und nehme mir diese erste Bonuskarte. Nämlich die Bonuskarten kann man sich selber auf die Hand nehmen, indem man sie ersetzt durch Installation. Eine eigene Installation. Das war schwer. Kannst du ja kurz die Upgrade-Karte mal kurz. Ja, ich habe die Upgrade-Karte mir genommen. Das heißt, ich erhalte ein Upgrade-Blättchen. Spezial Bonus. Wenn du deine Karte auf dem Installationsplatz mit einer dort liegenden Bonuskarte installiert, nimmst du dir diese Bonuskarte. Du darfst sie jederzeit in irgendeinem deiner Züge benutzen. Mhm. Okay. Ja. Gut. Genau, mein Zug ist jetzt somit vorbei. Ich kann sie nächste Runde benutzen. Roman. Ich lasse den um eins laufen. Kriege ein Installationsdingsbums-Gedöns. Am Upgrade-Marker. Genau. Du hättest aber theoretisch auch die Karte entfernen können. Theoretisch. Hätte ich auch entfernen können. Was macht die? Wenn ich draufkomme, kann ich. Eine Einheit irgendwie weiter bewegen. Ja. Okay. Jetzt musst du halt abwägen. Willst du sie gleich wegmachen oder willst du dir einen Upgrade-Marker holen? Ich nehme einen Upgrade-Marker. Als nächstes nehme ich diese Karte und installiere die. Und zwar installiere ich die Überwachungskamera. Mhm. Installiere ich hier. Okay. Also Überwachungskamera, stoppt ein Gegner hier, erhältst du 2 Kamerapunkte. Ja, die Kamerapunkte können sich bis 6 Punkte aufladen und kommt Roman dann selbst auf dieses Feld, kann er sich diese maximal 6 Punkte auszahlen lassen in Datenpaketen. Genau. Und dann wird der Counter wieder auf 6 runtergesetzt, auf 0 und fängt wieder an zu sammeln. Gut. Dann bin jetzt wohl ich wieder dran. Sein Roman muss noch irgendwas durchführen. Ah, ich muss auffüllen. Passiert hier noch irgendwas? Nein, nur wenn ich drauf komme. Ja. Genau, ich bin dran. Also Bewegungsphase. Ich kann ja nur 3 Felder vor. Ich werde auch wahrscheinlich das hier benutzen. Ich werde mit dem hier mit 3 Felder vorlaufen. 1, 2, 3. Genau. Piu, piu, piu. Ich lande hier. Falle! Ich erhalte ein Datenpaket. Ja. Bist grau. Grau, genau. So. Die Aktion wird. Jetzt kommt die Aktionskartenphase. Die aktiviere die Angriff von einem deiner Einheiten in irgendeinem Sektor,
ignoriere Wände. Geht halt leider nicht, ne? Weil ich habe, hier liegt ja keiner von meinen gegnerischen Männchen. Deswegen passiert dann nichts. Und dann gehen wir gleich weiter zur Sektoraktionsphase. Kampf. Passiert auch nichts, weil keiner angreifen kann von meinen. Dann drohende Kartenphase. Jetzt dürfte ich da eine hinlegen. Ich lege doch gleich meinen Luftschacht dahin. So. Jetzt bin ich fertig. Hobel. Nee. Ha. Gut, ich fange an und bekomme erstmal ein Upgrade-Blättchen, weil ich diese Karte jetzt benutze und aus dem Spiel. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die gleich einsetze. Du kannst es auch behalten. Du musst die nicht gleich sofort einsetzen, das weißt ja. Aber ihr vielleicht nicht. Ja, doch, ich grade doch gleich doch ein Alien von mir noch einmal auf. Mhm. Dass ich ein bisschen Spielraum habe hier. Jupp. Jetzt bewege ich mich. Und zwar mit hier. Das wäre zwei Felder. Eins. Zwei, drei. Mhm. Drei Felder meinte ich natürlich. Ja. Drei Felder. Hier. So, dann kommt die Aktionskartenphase. Ist nichts. Nichts. Sektoraktionsphase, das Deaktivierungsplättchen irgendwo hin tun. Genau, und ich mache das natürlich am besten hier auf den Adrenalinstoß. Mhm. Nämlich zweimal angreifen, wenn man in den Raum kommt, ist nicht ganz so cool. Ja. Und dann drohende Kartenphase. Ich könnte hier was installieren und ersetzen. Ja. Also hier, ne? Ja. Aber ich kann ja hier auch. Ja, du kannst hier nichts machen, du musst es hier hinlegen. Ja, aber ich kann hier noch. Nein. Was? Du darfst da nichts machen, du darfst nur hier. Achso, da, genau, stimmt ja. Ich hab die Regeln vergessen. Mhm. Gut, dann leg mal meine Kontrolle da runter hier. Kontrolle. Das ist genau das gleiche wieder. Was hab ich denn da zusammengemischt? Ja, du, bei mir ist auch nicht gerade viel besser. Egal. Okay, dann ist Roman dran. Ja. Du musst sogar auch dahin laufen. Aber du darfst jetzt dadurch auch mit der Aktion nochmal nachher was machen. Egal, mach einfach erstmal eins. Eins, zwei, drei. Das wäre meine Bewegung. Jetzt Aktionskartenphase. Gibt's nichts. Sektoraktion. Du darfst nochmal einen Zug mit einem Männchen durchführen. Dann mache ich das gleich. Lande hier. Nein, du darfst denselben nicht nochmal bewegen. Ach, denselben nicht? Mm-mm. Das ist ja doof. Ja, dann bewege ich halt den. Nochmal um eins. Ja, da waren zwei drin. Ach so. Ah, okay. Dann gehe ich dahin. Also eine drohende Kartenphase gibt es hier nicht, deswegen wird hier auch nichts durchgeführt. Aber hier darfst du jetzt dein Ding machen. Genau. Deine. Also Sektoraktion passiert ja nichts, Aktionsphase. Ja gut, ja, dann kriegst du keine Punkte. Da ist noch nichts. Und weil bei den Drohnen- und Kartenphase müsstest du jetzt eine von meinen... Auf den Müll schmeißen. Auf den Müll schmeißen. Genau. Kannst du auch passen, musst ja nicht. Mach ich aber. Was macht die? Ein Schaden für jede gegnerische Einheit während deines Kampfes. Nö. Okay, dann ist eine von meinen weg. Jetzt musst du aber auch eine hinlegen. Deine ja, kommt jetzt dahin. Geheimgang, bei der Bewegung darfst du diesen Sektor überspringen. Okay, ich bin dran. Ja, ich werde jetzt perfekt. Du kannst in deinen wieder laufen. Nein, kannst du nicht. Ha. Warum darf ich das nicht benutzen? Nee, das kannst du benutzen. Nee, ich dachte hier nur, da kommst du aber gar nicht hin, dass du da wieder reinkommst. Ich darf das drüben nicht benutzen, das ist korrekt, das ist nämlich blöd. Aber ich. Ja, das ist. Ja, okay, weißt du, ich könnte, wenn ich drüben wäre und ich hätte ihn abgegradet, ich hätte mit dem nicht abgegraden darüber laufen sollen, dann hätte ich mich den hier bekämpfen können. Wayne! Geht halt nicht. Okay. Dann machen wir das doch so. Ich ziehe mit dem hier. Zwei. Bis drei. Eins, ah, drei. Drei, ja, stimmt, drei. Ja. Darüber. Verbau die. Ja, du kriegst ein Datenpaket. Ich verbaue die. Also erstmal Aktionskartenphase gibt es dann. Haben wir gerade gemacht. Falle wurde ausgelöst. Aktionskartenphase haben wir nicht. Geht ja nicht, weil das ja deaktiviert ist. Dann Sektoraktionsphase kann ich nicht tun, weil ich keinen Angriffswert habe.
Und drohende Kartenphase kommt ja jetzt. Luftschacht baue ich dann am besten. Dahin. Aber ich ersetze dann bitte das hier. Karte vom Deck. Installiere die oberste Karte deines Decks auf einen leeren Installationsplatz, auf dem keine Bonuskarte liegt. Das hätte ich denn da gerade, Brutstätte. Hui. Kann ich es natürlich erstmal runter warten. Hm? Ich überlege gerade. Das wäre eigentlich gar nicht so falsch. Ich werde das gleich einsetzen und benutze diese Brutstätte und verbaue die jetzt hier hin. Und das war jetzt das. Jetzt kommt noch meine drohende Phase. Ich habe ja die gebaut, ich muss noch eine hinbauen. Auch noch meine Brutstätte. Jetzt bin ich fertig. Gut. Gut, dann bin ich dran. Und das heißt, ich laufe... Wohin laufe ich denn? Und was laufe ich vor allem? Ich glaube, ich laufe mit dem hier. So, 1, 2, Kontrolle. Falle erst ja, die Falle. Ich kriege einen Schaden, also du kriegst eigentlich einen Punkt. Stopp, das ist die Aktionskartenphase. Erst kommt die Falle dran. Ja, yeah, die Falle. Du kriegst einen Punkt. Okay, das wollte ich nur geklärt haben. Ich wollte nur mal lesen. Bewege eine gegnerische Einheit aus irgendeinem Sektor. Gemäß den üblichen Bewegungsregeln. Die Einheit ist von gegnerischen Fallen betroffen. Du darfst eigene Abkürzungskarten nutzen. Ja. Welche bewegst du? Ich... bewege... Welche bewege ich denn? Ich bewege diese? Nein, ich bewege diese nicht. Ja. Ne, das ist alles ein bisschen blöd. Oh. Egal, ich bewege Roman 1, 2 hier hin. Drohende Karten. Ich ziehe sie da unten. Da, ja. Da. Und muss eine von deinen... Von meinen beiden kleinen Laboren? Ja, such dir ein Labor aus, das wegkommt. Gut. Ja, ist Roman dran. Ich bewege mich dahin. Dann Aktionskartenphase. Ich kriege ein Datenpaket. Für jede Einheit, die da drin steht. Gegnerische. Für jede gegnerische, eine. Also eins. Genau. Sektor ist da nichts. Ne? Nicht für dich. Also drohende. Das heißt, ich muss eine da entfernen. Was liegt denn da alles? Nochmal so ein Test. Ja, okay. Oder eine Landmine, das eine Falle. Die explodiert weg. Einmal und macht 2 Schaden. Dann weg. Ja. Okay, das heißt, ich bin dran. Ich bewege mich. Wann kann ich eigentlich diese Upgrades machen? Jederzeit. Jederzeit, wann du willst. Und die Karten kann ich auch jederzeit ausspielen? Ja. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, mit wie ich mich jetzt am besten ziehe. Ich ziehe mit dem hier 2 Felder weiter. Gehe ich hier hin. Und kannst direkt da reinlaufen, weil Luft. Wenn ich möchte, eigentlich schon. Ja doch, nein, das bringt... Ja, nein, warte mal, nehme ich mal nicht den. Habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, klar, nehme ich den hier. Nehme ich 1, 2, nehme den Lüftungsschacht, 3. Jetzt bin ich der Letzte, das heißt, ich darf angreifen. Richtig? Also erstmal fallen. Das genau. Ding geht um 2 hoch. Jetzt war die Bewegungsphase, jetzt kommt die Aktionskartenphase, habe ich hier nicht. Dann kommt die Sektorphase, ich kriege ein Upgrade-Marker. Oder du entfernst die Überwachungskamera. Stopp, nein, halt, Bewegungsphase, ich darf doch diesen Angriff machen. Ja, das ja. Kommt sowieso. Ja, das muss ich jetzt erstmal machen. Ja, es war ein Fehler, ich hätte das upgraden sollen. Ich wollte es eigentlich upgraden, aber okay. Wie auch immer, also du kriegst auf jeden Fall jetzt einen Angriffs... also ich kriege einen Punkt, auf jeden Fall. Dann hat man gemacht, haben wir gemacht. Jetzt kommt
die drohende Kartenphase, aber bevor ich das mache, werde ich jetzt das gleich einsetzen und werde den hier upgraden. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt, hätte ich das vorher geupgradet, hätte ich doch die angreifen können nochmal, oder? Kämpfen alle gegen alle? Ja, jeder aus dem Feld. Kämpft. Rein theoretisch, ja. Also dann hätte ich immer 2 Punkte gekriegt. Ja. Gut. Drohnenkartenphase. So. Hast du deine oder? Aktiviere die Angriffe von einem in irgendeinem Sektor. Ignoriere Wände. Das ist eine Aktion. Ich baue die mir doch am besten gleich bei mir selber hin. Und kommt die da rein. Ich lasse einfach Romans Geheimgang da drin. Gut, dann bin ich dran. Mhm. Und muss mal gucken, mit was ich laufe. Ich glaube, ich weiß auch, mit was ich laufe. Und zwar laufe ich mit diesem hier in das nächste hier rein und mache erstmal kick ein Alien in den Weltraum. Oh. Und setze mich selbst da rein. 2 Counter gehen bei der Überwachungskamera hoch. Mhm. Ja, sonst noch was von Nein. mir? Nein. Ich muss jetzt eine neue Karte legen. Ne, kämpfen, oder? Kämpfen. Ja, genau, kämpfen. Und ich treffe sogar 2 von Roman. Ein begrenzter Kampf. Du kannst nur eins. Du kannst nur einen, weil du nur einen Blitz hast. Kriegst ein Datenpaket. Ja, ein Datenpaket. Nochmal. Tschu. Datenpaket. Und, ja. Nichts anderes hat passiert. Drohende Kartenphase. Muss ich legen. Einmal meine Karte. Welche schmeiße ich weg? Von eurem? Hm? Welche schmeiße ich weg? Weiß ich nicht. Entscheid du. Ja, ich weiß. Deine. Du mit deinen Aliens da. Lege ich meine Kammer dahin und dann bin ich fertig. Dann mache ich erstmal ein Upgrade von dem. Wenn es heißt jederzeit, dann habe ich ja hier noch ein Upgrade-Plättchen. Ja. Ein freies. Ein freies. Dann mache ich auch hier ein Upgrade. Okay. So, jetzt Bewegung. Was kann mein kleines tolles Labor nochmal? Okay. Ah, das war doof. Egal. 4 musst du laufen. Hm? 4 musst du laufen. Ja, von da musst du 4 auslaufen. Ah ja, stimmt. Du musst dahin. Mhm. Auf deine Forschungsstation. Könnte ich wieder einen Upgrade holen oder einen von unseren Karten entfernen? Wenn du dahin laufen würdest. In jedem Fall kommst du dahin, also von daher ist es scheißegal. Ich gehe mit dem 1. Und 2. Stimmt, scheiße. Egal mit welchem du ziehst, du kommst immer da rein. Ja, dann nehme ich den. Ne, ich nehme den. Zieh dahin. So, jetzt nehme ich ein Upgrade. Als erst Falle. Ja, die Falle, immer wenn du reinkommst, die Falle genau. Wird immer ausgelöst. Ja. Dann kriege ich ein Upgrade-Plättchen. Okay. Ja. Aber nehme ich das? Aktionskartenphase ist nichts. Sektoraktionsphase ist Upgrade-Plättchen. Oder eine schlechte Karte weg. Ich entferne die hier. Okay. Dann Kartenphase. Jetzt drohende Kartenphase. Du kannst meine kaputt machen und eine von dir hinlegen oder deine ausspielen und installieren. Ich installiere die hier. Ja. Jetzt musst du halt eine von dir noch hinlegen. Ja. Ah ja, genau. Archiv. Archiv, Erklärung, du erhältst ein Upgrade-Plättchen. Mhm. Ich bin dran. Jo. Was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt 2 Optionen. Hole ich mir den jetzt wieder zurück und mache dann nichts? Oder... Du läufst. Ich laufe. Was auch nichts bringt. Nicht wirklich. Außer eine Karte wegzutun. Was können die hier? Ah, du hältst einen. Also wenn du drauf gehst, okay. Und das ist ja auch nur, wenn du selber drauf gehst. Ja. Das heißt, da passiert nichts, wenn ich da drauf gehe.
Ich mach das doch einfach so. Zack. Dann kommt Aktionskartenphase, gibt's nicht. Sektoraktions gibt's auch nicht. Drohende Kartenphase. Ich nehme die Tentakel und entferne. Was ist das Schlechtere? So, in einem Sektor. Ich nehme das Upgrade-Plättchen weg. So. Dann würde ich mal sagen, wir beenden diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten von diesem Spielchen. Wenn das heißt Aliens schlachten. Nein. Andersrum. Menschen schlachten. Ja gut, wir sind ja beide Aliens. Wir können uns ja verbünden und den Menschen hier töten. Ja. Er ist aber ein Forscher-Alien. Ja. Was soll's. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.